Hi Leute, freut mich sehr, dass wir hier zusammenkommen und wir freuen uns total drauf, dass ihr dieses Jahr beim Zamos Early Music Festival spielen werdet. Stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr? Also wir sind Ensemble Tamuz und wir sind Freunde. Wir kennen uns, weil wir uns gerne haben und wir spielen auch gerne zusammen. Und zwar, wir haben ein Ensemble, das Ensemble ist entstanden dadurch, dass wir erstmal so ein Bach-Projekt hatten und um die Kunst der Fuge, so ein Laborprojekt fast war. Wir haben ein paar Konzerte versucht mit dem ganzen Stück zu spielen auf verschiedene Fassungen. Und zwar, die Idee war mit einer Geige, einer Bratsche und zwei Cellos. Also ein Cello Piccolo mit einer fünften Saite und ein Normalcello, Barockcello. Und hat's angefangen, dass wir überhaupt zwei Cellos im Ensemble haben. Und dann dachten wir, eigentlich möchten wir gerne mehr machen und vielleicht auch eher in diese klassisch-romantische Nische. Dann war es klar, dass wir noch eine Geige brauchen. Und so ist Diego auch zu uns gekommen. Und jetzt beschäftigen wir uns seit 4, 5 Jahren schon. Hauptsächlich 6, wow. Hauptsächlich mit klassischer romantischer Musik. Und die Idee ist, einen neuen Ausdruck zu finden. Ein bisschen wie es ist mit dem Barock-Revolution passiert ist in der 70er von dem letzten Jahrhundert. Dass neue Ausdruck zu finden durch eine Recherche in die Quelle, aber hauptsächlich um mehr ausdrücklich zu spielen und mit mehr Flexibilität und mehr Kommunikation und mehr Menschheit. Schön, das heißt, ihr seid quasi spezialisiert auf romantische Aufführungspraxis und das in einer ziemlich besonderen Besetzung, wo du gerade sagtest, mit zwei Celli. Das klingt ja spannend. Ihr habt im Festival, was das Thema Spiele hat, ein ganz besonderes Konzert mit dem Namen Toy Stories. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr die Spiele oder das Thema Spiele in eure Musik oder in euer Programm mit eingebaut? Wir waren letztes Jahr zusammen in Italien. Wir hatten da eine Residency in Pavia und dann saßen wir abends auf der Treppe vor dem Palazzo, wo wir gespielt haben und haben überlegt, was wir da für ein Programm machen können. Und dann ist uns wieder eingefallen, dass Diego irgendwann dieses Quintett von E.T.A. Hoffmann entdeckt hatte für Streichquartett und Harfe. Und dann hatte ich die Idee, der Hoffmann, den Nussknacker, also die Geschichte des Nussknackers geschrieben hat, dachten wir, vielleicht machen wir etwas um Hoffmann und um den Nussknacker. Und wir fanden das sehr spannend, diese ganze Idee mit den Automaten, die natürlich im Zentrum des Nussknackers ist, aber auch von vielen anderen Geschichten der romantischen Zeit. Und dann dachten wir machen das, ein Programm über diese Idee von Automaten und Spiele in dem Sinne. Und wie wir die Musik dazu gefunden haben, war, wir haben gedacht, wir spielen das Quintett von Hoffmann dann, weil es relativ selten gespielt wird und wir das auch spannend finden. Da ist einfach eine spannende Figur auch, weil er sowohl Schriftsteller war als Komponist. Und dann gab es natürlich die offensichtliche, also die ganz klare Idee von Nussknacker von Tschaikowski. Und dann kam die Idee, anstatt das zu spielen oder ein Arrangement davon, spielen wir vielleicht eine Uraufführung, die aber auf den Themen von Tschaikowski basiert. Und dann spielen wir noch von Reinecke den Nussknacker, den wir selber nicht kannten. Wir haben das dann entdeckt und Head macht davon eine Bearbeitung für uns. Also nicht das ganze Stück, aber so ein Stückchen davon. Und dann auch die Idee von Offenbach, also diese Oper Le Comte d'Hoffmann ist natürlich, also der Bezug zu Hoffmann ist ganz klar. Und auch die Geschichte geht auch um eine Puppe,
Also das geht da auch um Automaten. Und so ist dieses Programm entstanden. Ja, das klingt ja, als könnten wir uns auf ein sehr spannendes Konzert freuen. Vor allen Dingen mit E.T. Hoffmann als Dichter und als Komponist. Das ist ja auch gar nicht so bekannt. Und die Kombination mit Harfe klingt auch sehr spannend. Und wir haben eine Uraufführung dabei. Das ist natürlich auch ein sehr großer Punkt, auf den wir sehr gespannt sind. Was könnt ihr denn über die Komposition von Rodrigo Bauser sagen? Also noch können wir nicht so viel dazu sagen, weil wir haben die noch nicht gespielt. Wir haben aber natürlich mit dem Komponist gesprochen. Und also die Idee, ihm zu fragen, kam eigentlich dadurch, dass er sich für solche Sachen wie Automaten und Roboter und so sowieso sehr interessiert. Und wir hatten vor mehreren Jahren ein Stück von ihm gespielt und damals wollte er schon einen kleinen Roboter dafür bauen, der im Einsatz kommen sollte. Das kam dann nicht zustande und dann dachten wir, okay, vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, nochmal auf diesem Thema zurückzukommen. Und ansonsten, ja, was sollen wir erwarten? Wir wissen das nicht ganz, weil er sehr vielseitig ist und macht auch ganz verschiedene Arten von Musik, oder? Mhm. Ja, also man muss über Rodrigo sagen, der ist zwar ein fantastischer klassischer Geiger, mit dem wir sehr gerne auch so spielen, aber er ist auch ein enormer Jazzspieler. Okay. Und seine Musik, die ich kenne, auf jeden Fall, ist rhythmisch extrem spielerisch auch. Und in dem Stück, was wir damals gespielt haben, gab es auch eigentlich so tolle rhythmische Spiele. Und wir haben uns immer sehr, sehr gefreut, als es geklappt hat, weil das war nie ganz, ganz sicher. Ja, und es wird, glaube ich, ganz, ganz toll und eben entwickelt sich. Also jedes Mal, wenn ich neue Stücke von ihm höre, dann ist es eine neue Musiker ein bisschen. Oh. Ja, deswegen wissen wir gar nicht, was wir wirklich erwarten, aber ich glaube, da ist auch sehr experimentierfreudig. Und wir experimentieren auch gerne mit, wo wir im Raum sitzen bei Konzerten und so. Und vielleicht wird das auch ein bisschen kommen, so dass wir, also wie wir sitzen, wie wir miteinander spielen oder mit dem Publikum auch, vielleicht wird es ein bisschen interaktiv. Also das ist alles noch nicht ganz sicher, aber es wird sicher spannend. Wir haben ja noch einen Faktor in dem Konzert und zwar wird die Kölner Hochschule für Design, die KIST, wird wieder wie im letzten Jahr auch im Festival das Bühnenbild designen oder in Zusammenarbeit mit euch das Bühnenbild erstellen, auch zum Thema des Festivals Spiele. Was stellt ihr euch vor? Wie wird diese Kooperation mit euch entstehen? Ja, also wir sind eigentlich sehr gespannt, weil ich glaube, es wäre immer schön, eigentlich so jemand, der sich darum kümmert, wie die Lage aussieht und wie das zum Konzert oder zu der Erfahrung beibringt. Und wir hoffen, in so eine Richtung zu gehen, dass so eine Fantasiewelt, dass in eine Fantasiewelt, die das Publikum bringt und uns auch, und dass es so eine, vielleicht so ein bisschen Science-Fiction-artige Design, das ganze Projekt umfasst. Wo du gerade Science Fiction sagtest, hast du das Gefühl oder habt ihr das Gefühl, dass künstliche Intelligenz auch oder die Technik, die heutzutage verfügbar ist, ob das die auch euer Spiel oder eure Interpretation von Musik irgendwie beeinflusst, auch wenn es um romantische Musik geht? Ja, also es kann sein. Es kann sein, dass es ist wahrscheinlich nicht so eine direkte Verbindung, dass wir sagen, dass ich wegen AI mehr oder weniger Crescendo machen. Aber eher so, wir leben in so einer Zeit, wo das ist wahrscheinlich einer der zentralsten Punkte von der Menschheit im Moment. Und keiner weiß wirklich, was davon wird. Und es ist ein bisschen wie ein Kind, der mit einer gigantischen Bombe spielt. Und man weiß nicht, was davon rauskommt. Und ich glaube generell von Technologie, also man hat ein bisschen Angst, aber auch man ist auch ein bisschen fasziniert. Und die Frage ist, wo wir als Menschen ersetzt werden. Es gibt schon Roboter, die Cello spielen, es gibt Roboter, die Piano spielen natürlich, das war schon im 19. Jahrhundert. Und
Und dann, was ist meine Rolle eigentlich als Künstler? Was soll ich dann anders machen als ein Roboter? Warum werde ich noch gebraucht? Und da versuchen wir mit dem Ensemble eben das zu suchen, was am menschlichsten gibt. Und vielleicht in dieser Zeit, wo es nicht so klar ist, was menschlich ist und was maschinell ist, ist genau da wichtig zu suchen und zu finden, wo wir unersetzbar sind und wo wir was beibringen, dass einen anderen Menschen vibrieren lässt und ja. Es gibt auch, also wir suchen vielleicht nach etwas, was, ich weiß nicht, ob man fehlerhaft sagen soll, aber jedenfalls verletzlich so. Und ich glaube, wir hatten alle ein bisschen das Gefühl, wir kamen als Musiker dann in die Welt in einer Zeit, wo zum Beispiel Aufnahmen schon sehr, sehr lange sich perfektioniert hatten. Und jetzt ist jeder daran gewöhnt, dass man alle Musik ständig hören kann und alles perfekt aufgeführt von den besten Musikern. Und wir denken schon viel drüber nach, was ist dann der Sinn von einem Konzert, wenn man eigentlich immer überall Musik hören kann, was perfekt, also wunderbar gespielt ist, warum sollte man dann zum Konzert? Was ist da anders? Und deswegen, ich glaube, wir beschäftigen uns schon sehr damit, was wir dann vermitteln oder was ist daran menschlich, wenn man spielt, unabhängig von diesem einfach etwas perfekt wiedergeben, sozusagen. Ja, weil man sagt auch immer, perfekt wie eine Maschine. Genau. Genau, und dann versuchen wir, soweit es geht, immer anders zu spielen und immer die Sachen neu anzugehen und versuchen zu verstehen, wie man das in dem Moment schaffen kann und nicht einfach wiederholen. Ja. So. Ja, sehr schöne Gedanken. Was findet ihr denn, ist durch das ZAMUS in Köln besonders als Veranstalter? Oder was macht das ZAMUS vielleicht gerade in dieser historischen Aufführungspraxis besonders als Konzertveranstalter? Es hat uns sehr geholfen nach der Corona-Zeit, wo alles ein bisschen verloren gegangen ist. Es war ein toller Schub, wieder Ideen zu haben, über was wir machen wollen und wieder Platz haben, um Projekte zu planen. Und das ist eine sehr wichtige Rolle. Und, was besonders ist, ist vielleicht, dass also durch dieses Thema kamen wir erst zu dieser Idee von diesem Programm. Also ich glaube, sonst wären wir nie dazu gekommen, diese Musik zu spielen. Ja, das, was über ZAMUS sagen kann, ist, dass es ein Ort, wo man auf jeden Fall auf neue Ideen, dass neue Ideen gesucht werden. Und dass alles, was unkonventionelle und untraditionelle oder aus der normalen Konzertform wegzugehen, da bekommt man sehr viel Platz und wird man auch gefördert, sozusagen, auf diese Idee zu kommen. Und ich glaube, es hilft uns und hat uns geholfen, um so ein Programm zu entwerfen. Ich habe gehört, ihr sitzt gerade im Studio oder ihr nehmt gerade aus dem Studio dieses Video auf. Was nehmt ihr denn gerade im Studio auf oder was wird gerade gespielt? Was ist euer Projekt, was derzeit läuft? Also noch sitzen wir in unserem Proberaum. Ab morgen sitzen wir im Studio. Und wir nehmen ein Quintett von Georges Onslow auf. Das ist ein französischer Komponist, für den wir uns seit 2-3 Jahren schon interessiert. Und er hat ganz, ganz tolle Musik geschrieben und sehr, sehr viele Quintette mit 2 Celli. Und wir haben ein paar davon schon gespielt und jetzt nehmen wir in Berlin eins auf und dann im Sommer nehmen wir in Köln ein anderes Quintett von Onslow auf mit der WDR, was auch durch ZAMUS entstanden ist, diese Aufnahme. Und genau, deswegen werden wir dieses Jahr 2 Quintette von ihm spielen und wir spielen die auch oft im Konzert. Und es ist sehr besondere Musik und wir freuen uns, dass es vielleicht mehr Leute das kennenlernen. Wann kann man euch denn beim ZAMUS Early Music Festival erleben?
Wir spielen am 21. Mai in Bandana ein Programm, das Toy Stories heißt. Und es wird sehr besonders. Es wird eine Uraufführung von Rodrigo Bauzá geben und Stücke von E.T.A. Hoffmann, Reinecke und Offenbach. Es geht um Automaten und um den Nussknacker, auch wenn es nicht Weihnachten ist. Ja, und wir freuen uns auf euch. Vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bis bald im Mai. Bis bald. Danke. Bis bald. Ciao. Tschüss.